Grüß euch, Grüller. Grüß euch, Grüller. Heute wieder der Touch-Ofen im Einsatz. Philipp hat wieder eine gute Idee gehabt. Was gibt's? Gewaltiges Händel auf Rosmarinkartoffeln. Wisst ihr, dein Video kommt im Anschluss, also gefällt mir drücken. Glocke aktivieren. Und Kanal abonnieren. Los geht's. Für unser Händel auf die Rosmarinkartoffeln brauchen wir also Folgendes. Natürlich Kartoffeln, Händel, Zwiebeln, zwei rote Zwiebeln habe ich da genommen und Paprika sind uns überblieben. Das schmeißen wir dazu. Natürlich ein Rosmarin, grün und schön Rosmarin. Und fürs Händel als Gewürz haben wir unser Grillgewürz für grün und schön. Und als Flüssigkeit haben wir da eine Gemüsesuppe. Ja, starten wir. Das Händel würzen wir jetzt. Rosmarinkartoffeln mit Öl und Rosmarin einfach einwecken lassen und dann sehen wir uns beim Touch befüllen. Ja, als erstes kommen die Kartoffeln rein. Die sollten den Boden schön bedecken. Ja, da ist noch eine drin. So, da habe ich ein Kilo genommen, reicht für den Touch. Dann als nächstes verstreuen wir die Zwiebeln schön drüber. Du hast die Zwiebeln auch würzen? Nein, Zwiebli ist Zwiebli. So, wenn wir den gut verteilt haben, kommt noch der Paprika. Und dann legen wir noch das Händel rein. Das schauen, dass es nirgends ansteht. Gibt es da eine Technik? Eigentlich nicht. Nichts Besonderes. Nur anstehen soll es nirgends. Darfst du überlappen? Ja. So, und als Flüssigkeit haben wir da noch ca. 1,5 Liter Suppe. Den laden wir dazu. Ein bisschen verteilen. Jo, der Andreas hat uns das jetzt auf den Grill. Grüß euch. Grill ist vorbereitet. Laut Philipp seine Angaben 200 Grad, 1,5 Stunden. Ich habe da die Außen- und zwei Brenner genommen. Zweitens natürlich noch für den interessant, was sagen, ein Gasgrill ist lächerlich. Wie viele Kohlen brauchen wir? Kohlen 12 Ohm, 5 Ohm. Okay, wenn man mit Kohlen arbeitet, 12 Ohm, 5 Ohm. Kann sein, dass da zweites mal nachbraucht, wenn es zu schnell verbrennt. Aber weil wir heute noch etliche andere Geschichten machen, haben wir gesagt, wir machen die einfache Version davon. 200 Grad haben wir am Deckelthermometer und da warten wir jetzt einfach mal ab. Wie lange war es jetzt drauf? 1:30 Stunden. Haben wir es drauf gehabt? Punkt, genau. Da meine ich. Sicher. Ich denke, das passt gut. Schau, wie sie das schön zurückgezogen hat, da vom Knochen her. Ich habe es ja eingeschnitten. Ah, ideal, ideal. Ja. Ein Könner, ein Virtuose am Touch.
Ja, endlich werden wir das kosten, ne? Her damit, her damit. Was magst du, Haxel? Mir ist wurscht, schaut alles gut aus. Na, Haxel. Ich bin hergerichtet auf die Haut. Ein paar Kräuter. Super Sache, super Sache. Dann haben wir da auch sowas essen. Magst du noch was? Ich tue mal kosten, weil dann bleibt es schön warm drin. Als erstes kosten wir das Fleisch. Optimal, ne? Ich hebe mir das nicht so, also für das, dass es quasi im Touch ist, ist trotzdem knusprig. Mhm. Die Haut ist wirklich gut. Und schön hart. Jetzt die Krumpen. Da schmeckst du die intensive Suppenbrühe. Also den kann man wirklich empfehlen. Ja. Der gibt Aroma. Passt auf jeden Fall. Ja, würde sagen, wieder ein gelungenes Touch-Ofen-Projekt. Wenn euch das Video gefallen hat, macht es noch, lasst es gefällt mir da. Und bis zum nächsten Mal. Prost, Leute. Prost. Immer fleißig touchen.